Ja, horch mal und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Borderlands 2, wie man auf Fränkisch. Wir waren hier stehen geblieben am ersten richtigen Kampfpunkt, ja, und ich bin rüde unterbrochen worden durch dieses idiotische Telefon, das mich mittlerweile in fast jeder zweiten Aufnahme unterbricht, was mich total aufregt, aber ich kann es halt nicht ausmachen. Das hätte schlechte Folgen, ja. Menschen, die sind auf mich angewiesen, so unglaublich es sich das anhört, ja, so wie ihr auf meine Videos unbedingt angewiesen seid, weil ihr wollt es ja unbedingt hören. Ah, so. Umgebungswegpunkt. Wo war das? Was war das jetzt? Diese Mission hat einen Umgebungswegpunkt. Umgebungswegpunkte geben dir grob die Umgebung eines Sitz an. Aber du musst dort selbst suchen, um es zu finden. Alles klar, so. Da war was. Hab ich den? Na, hab ich. Jetzt hab ich ihn. Ha! Da noch was. Was machst denn du da neben mir? Hab's! Wenn wir mein Auge nicht zurückkriegen, kommen wir nie nach Sanctuary. Ja, jetzt. Ich hab gerade erst getötet. Jetzt tust du schon wieder rumdingsen. Gibt's hier noch was? Schnauze! Jetzt, ich wollte ja auch mal gucken, ob da vielleicht noch. Ach. Dann halt nett. Oh, schon wieder? Jack krempelt ganz Pandora auf links, um die Kammer zu finden. Es heißt, seine Bohrungen verursachen diese Erdbeben. Entweder das oder seine Mom ist gerade aus dem Bett gestiegen. Du brauchst die Hilfe dieses lustigen kleinen Roboters, um Sanctuary zu erreichen. Die letzte Bastion des Widerstands gegen Jack. Und der einzige Ort, wo du sicher bist. Begib dich nach Sanctuary. Hier entlang! Die Mutter ist abgeschaut. Was ist denn das da? Kann das irgendwie. Wo bist denn du hin? Warum kannst du denn nicht warten? Ich bin. Was ist denn das für ein Geräusch? Das macht mir gerade ein wenig Angst. Soll ich mal da runter? Ich meine. Ein Bulli Montbalk. Hui. Gut so. Und jetzt bring dich hier weg, bevor noch mehr Bullimons kommen. Bulli. Du bist immer noch da? Ich höre keine Bullimons mehr. Ich warte nur auf dich. Dass du mich wegbringst. Vergiss es. Aber bitte, lass dir Zeit. Ich muss feststellen, dass du mich nicht wegbringst. Vielleicht denkst du. Oh, Claptraps sind starke, edle, gerechte und fähige Geräte. Der kommt selbst daraus. Was in den meisten Fällen noch stimmt. Aber im Moment bräuchte ich Hilfe. Und wenn du mir nicht hilfst, muss ich schweres Geschütz auffahren. Ich werde dich mit Schweigen strafen. Mal sehen, wie dir das gefällt. Oh, na, bitte nicht. Yep. Ich werde dich anschweigen. Höre den Stachel meiner passiven Aggression. Die passive Aggression, der sticht, er sticht aus. Tut so weh. Er tut so weh. Ich rede nicht mehr mit dir. Kein Wort. Funkstille. Totale Funkstille. Okay, das war's, oder? Na komm. Vielen Dank, Freund aller Freunde! Kein Problem. Kein Problem. Hey, Kiddo, Jack hier, Präsident von Hyperion. Ich werde dir erklären, wie es hier läuft. Kammerjäger taucht auf, Kammerjäger sucht nach neuer Kammer, Kammerjäger wird gekillt. Von mir. Siehst du das Problem? Du lebst noch. Könntest du mir also einen Gefallen tun und dich selbst erledigen? Das wäre nett, Herzchen. Das ist jetzt ganz schlecht. Also ich kann mich jetzt. Hier entlang, Bin ich.
Okay, also dieser Clappy Trappy. Ein Spaßvogel. Ein Spaßvogel mit Nervpotenzial. Was ist denn hier? Mein Auge ist wieder an. Ich sehe einen taffen Untertan und einen unglaublich hübschen Roboter. Das heißt, derjenige, der mein Auge hat, ist ganz nah. Oh oh. Knuckle. Dragger? Okay. Oh, 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 oh. Oh. Aus den Wandanussen? Wow, 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 wow. Au, au, au. Au. Au, 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 au. Okay. Knuckle Dragger, geh weg. Nächstes Level. Du bist eben im Level aufgestiegen. Mit Erreichen eines neuen Levels erhältst du deine Menge an Gesundheit und deine Schadensstärke, okay? Außerdem wird gleichzeitig deine Gesundheit und dein Schild komplett erneuert. Das ist gut. Ja! Ja, also der war nicht schlecht, der Wandanus. Fand ich jetzt, da brauchst du gar nicht entschuldigen eigentlich. So, wo gibt's hier? Da vorne wahrscheinlich. Du hast mein Auge? Spitze! Jetzt brauchen wir nur noch einen, der es mir wieder einsetzt. Ich kann mir zwar denken, wie gerne du mir deine Faust ins Gesicht stecken würdest, aber Augen-OPs überlässt man besser den Profis. Mein Kumpel Hammerhawk in Lyersburg kann mich reparieren. Okay, aber ich habe doch jetzt. Ist das meine. Okay, was habe ich denn hier? Schaden 11 macht die, Genauigkeit 89, die ist ein wenig genauer und hat mehr Schaden. Feuerrate ist auch höher, Ladegeschwindigkeit ist. Weiß ich nicht, schneller, langsamer? Wahrscheinlich langsamer. Magazingröße 6, 7. Nehmen wir doch mal das. Achso, nee, halt. Das ist auf der 2. Ach so, okay. Ja, wie cool ist das Ding denn? Naja, braucht deutlich länger zum Nachladen. Aber das ist immer ein richtig cooler Revolver. Clappy Trappy. Auf geht's. Warte. Da war was. Ich sollte dich ja warnen. Mist. Lyersburg liegt auf der anderen Seite dieses Hyperion-Frachters. Wie wär's, wenn wir durch ihn durchgehen, Kumpel? Ja, mich in mir. Ha, das ist Hyperion-Technik. Pipifax. Und öffne dich. Eindringlingsalarm. Versperre Tür. Ich mach das. Phasenverschiebung wird ausgeführt. Phasenverschiebung? Gern geschehen. Das ist der Vorteil, wenn man eine KI ist. Ich bin mit fast allem auf diesem Planeten vernetzt. Es ist ein weiter Weg nach Sanctuary. Nimm bitte alles mit, was du für die Reise brauchst. Da lächelt sie mich an. Okay. Dann. Was ist das? Sag mir Bescheid, wenn du bereit bist für ein Treffen mit Sir Hammerlock-Handlanger. Okay, und was. Ne, jetzt muss ich's. Jetzt kann ich's aber austauschen, ne? Waffen. Und die will ich jetzt auswählen.
Mit, ach so, jetzt kann ich es vergleichen. Okay, jetzt habe ich die quasi um. Okay. Ach, das ist Shotgun. Okay. Warum nicht? Shotgun ist auch cool. Ah ja, und ich kann auch schnell switchen. Aber ich habe ja echt schon fast alles hier. Badass Rang 1. Habe ich. Was? Was habe ich. Ich weiß nicht, was für eine Herausforderung das jetzt gerade war. Aber ist auch egal. Okay, und hier ist ansonsten nichts mehr. Hätte ich da nicht nochmal zurück sollen? Also einfach nochmal gucken oder so? Wahrscheinlich nicht, ne? Okay. Na, wir gehen mal weiter. So, Claptrap hat ein Fragezeichen über sich. Was kann das bedeuten? Ach, Liar's Back. Knuckle Dragger ist tot und du hast Claptraps Auge zurück. Jetzt musst du nur noch jemanden finden, der es ihm wieder einsetzt. Okay. Dann. Mission erfüllt! Yay! Kapitel 2. Säubere Berg. Hier geht's lang zum Southern Champ, Untertan. Gehen wir! Ach so, das war jetzt quasi. Wir gehen in deinem Tempo. Ich bin zweifellos das Hirn dieser Operation, aber du bist der Kammerjäger mit den Muskeln. Und den Waffen. Und dem Sehvermögen. Was genau das ist, was man sich bei einem Untertan wünscht. Also drei der vier Dinge, die am entscheidendsten sind an einem Untertan. Was das vierte ist, wirst du bei Zeit näher herausfinden. Das vierte ist Elan. Oh Mann. Okay. Dann, go. Gehen wir halt einmal. Southern Shelf. Wieder feiner. Bitte, lass mich mal laden. Lass mich nicht mal. Achso, und jetzt kann ich wieder. Auf diesem Gletscher herrscht ein Bandit namens Captain Flint, der mich ein paar Monate als Folterobjekt festgehalten hat. Wir spielten Spiele wie weich dem Schneidbeiner aus und fallen nicht ins Feuer. Was ist denn das? Achtung, Leute von Pandora, hier spricht Handsome Jack. Und ich biete jedem, der mir den Kopf des Kammerjägers bringt, der gerade in Lyersburg eingetroffen ist, 1 Million Mäuse. Oh, und ich biete noch immer eine Belohnung für Roland, den Massenmörder und Anführer der Crimson Raiders. Waldmanns Heil, Banditen! Wieso bist du jetzt da runter? Claptrap! So schnell bin ich nicht, ich will doch gucken, ob man hier irgendwie hochkommt. Kommt man nicht, okay. Was es hier noch gibt, ich muss das doch alles erkunden jetzt. Kannst du doch nicht einfach. Naja. Beifallen wir mal da drauf. Kann ich mich nicht ducken? Nee. Nicht so viel sprinten. Okay. Wow. Nee, wir gehen jetzt nicht da lang. Wir müssen jetzt erstmal hier uns umgucken. Wir können nicht immer alles machen, was du willst. Liar's Back, habe ich erforscht. Ist das da Bösewicht? Maurer Dörr. Okay, aber den machen wir gleich. Jetzt müssen wir erstmal da rüber. Gucken. Dass da alles so unscharf ist, ne? Ich glaube, das ist die Tiefenunschärfe, die ich aktiviert habe. Ich glaube, ich schalte die mal bei der nächsten Aufnahme aus. Einfach mal, um zu gucken, dass irgendwie schöner wird. Also, weil ich hab's eigentlich gern, wenn ich auf die Entfernung auch noch was erkenne. Ja, ist vielleicht der schöne cinemastische Effekt, aber. Bin ich jetzt nicht so. Also. Gibt's Spannenderes. Ich muss erst einmal da runter. Schau mal, da sind so grüne Pünktchen. Ich sehe das ganz genauso wie das da. Ja, da. Hier drüben.
Du hast jetzt eine Granate. Drücke G, um Granate zu werfen. Granatenanzeigemodul. Okay. G. Wo geht's da hin? Halt, was liegt denn da noch? Ah, hab ich schon fertig. Nix an Jamo. Jetzt, wenn ich schon mal da bin, jetzt muss ich ja alles hier durchwühlen. Okay. Handlanger, du. Irgendwann, früher oder später. Irgendwann darf ich dich schon mal umnieten. Und dann, mit größtem Vergnügen. Was ist das? Cut Rage Schild. Aber Stufe 3 und ich bin Stufe 2. Ich bin gleich da. Hier drüben, hier drüben. Da ist eine Tür. Claptrap. Mr. Ungeschickt. Hey, Hammerlock! Sagenhaft. Zuerst greifen Captain Flints Banditen an, dann taucht Claptrap auf. Ich muss in einem früheren Leben kleine Hündchen gequält haben, dass ich so etwas verdient habe. Sag, Kammerjäger, könntest du Flints Männer für mich killen? Bestimmt. Ja, super geöffnet worden, die Tür. Ich hätte da einen Vorschlag für dich, Kammerjäger. Du gibst auf und wir verpassen dir einen Kopfschuss. Schnell, sauber und weitaus weniger schmerzhaft als das, was Handsome Jack mit dir machen würde. Was ist er? Was ist los mit euch? Tötet den Skaklecker, damit wir unsere Belohnung kriegen. Na komm. Oh oh. Helft mir, Bullymong. Monks. Wow. Au. Au. Hör auf. Nee, weiß ich nicht. Tot bist du. Verdammt! Es ist noch nicht vorbei, du Arsch! Hey, Hammerlock! Da mein Untertan gerade deine Stadt gerettet hat, könntest du deinem besten Freund Claptrap einen Gefallen tun und mein Auto reparieren? Ja, ich denke, ich stehe jetzt in eurer Schuld. Kommt zu meiner Behausung, dann stelle ich Claptraps Sehfähigkeit wieder her. Ich deaktiviere vorher noch den elektrischen Zaun für euch. Elektrischer Zaun? Bleib bitte zurück, Kammerjäger. Lass Claptrap zuerst gehen. Ich wusste, Hammerlock würde es sich anders überlegen. Wir beide sind wie zwei Erbsen in einer Hülle. Zwei Kugeln in einem Magazin. Elementare Explosivmachen verschießen Projektile, die beim Offroad detonieren und so in Bereichen Treffstelle herumschädigen. Verzeihung, aber wenn Claptrap spricht, meine ich, meine Gehirnzellen begehen alle einzeln Selbstmord. Ich komme gleich raus. Ja, coole Sau. Okay, ich muss ja unbedingt hier noch ein bisschen rumlaufen und noch ein paar Sachen suchen. Oh, hier zum Beispiel. Das halte ich für sehr... Ah, da kann man nicht draufstehen. Okay. Für sehr wichtig, das hier alles abzusuchen, bevor ich jetzt da mit irgendjemand spreche. Ja, dass hier noch was ist, ne? Ja, da schau. Das Zeug zum Beispiel. Okay, nichts mehr hier. Ist gar nicht so schlecht, was man da alles finden kann und absuchen kann und überhaupt. Und sowieso, was bist denn du? Bist du nicht so ein Markierungsdings? Na gut, gehen wir mal... Oh, 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 dahin. Okay. Gut, geh mal hin, geh mal hin, geh mal hin. Hat er alles kurz weg. Ich sitze jetzt hier. Stampf, Stampf, Stiefel.
Freut mich, dich kennenzulernen, Kammerjäger. Ich bin Sir Hammerlock. Der Sir Hammerlock. Stets zu Diensten. Ich kam her, um die Bullimons für meinen Almanach zu erforschen, aber Captain Flints Männer setzten mich auf diesen Gletscher fest. Danke übrigens, dass du sie gekillt hast. Kein Problem, also ganz geschehen. Direkte Konfrontation mit Jack überlebt und Captain Flints Banditen besiegt? Unglaublich. Ich bin auch nach Sanctuary unterwegs und ich glaube, die Crimson Raiders könnten einen Helden wie dich gebrauchen. Wenn du mir jetzt bitte das Roboterauge geben würdest. Okay. So, ich muss nur das hier mit dem hier verbinden und... Ah ja, schaut viel professionell aus, wie wenn ich das gemacht hätte. Das war's auch schon. Ich lebe! Oh je, er spricht wieder. Untertan! Ich habe mein Augenlicht wieder! Und du bist weit hässlicher, als ich dich in Erinnerung hatte. Wird Zeit, dass wir uns mit den Crimson Raiders in Sanctuary zusammentun. Auf diesem Gletscher hier hausen nur Trottel und Mörder, wie zum Beispiel dieser Hammerlock. Ich stehe direkt hier. Keule. Jetzt, wo Lyersburg sicher ist, kann ich ja den Hauptstrom wieder anschalten. In dieser Stadt gibt es unzählige Dinge, die einem draufgängerischen Killer wie dir nützlich sein könnten. Untertan, vorwärts! Wie ich sehe, sucht unser furchtloser Anführer Jack nach dir. Charmanter Kerl, was? Erst faselt er was davon, dass er dem Grenzland Frieden bringen wolle, dann schießt er wie bekloppt auf unbewaffnete Männer, Frauen und Kinder. Ich schildere wieder zu lebhaft, was? Tut mir leid. Hui, du hast jetzt zwei Schnellreisenziele entdeckt. Nutze eine Schnellreisestation, um schnell an den jeweils Platz in der Cloud auf Pandora zu reisen. Okay, ist klar. Ah, das ist jetzt. Na los, funktionier schon. Okay. Exkremente nochmal. Das schwarze Brett ist kaputt. Der Widerstand muss es deaktiviert haben, bevor sie nach Sanctuary gingen. Ich wollte eigentlich ein paar Jobs für dich posten. Na, sprich stattdessen einfach mit mir. Okay, machen wir. Cyber Back habe ich abgeschlossen. Belohnung. Cut Rate Shield. Naja. Okay. Das ist jetzt ein Schild. Verursachter Schaden wird zunächst durch ihn abgewehrt. Wenn der Schild aufgebracht ist, wird er nach kurzer Zeit wieder aufgeladen. Halte Ausschau nach stärkeren Schilden mit speziellen Eigenschaften. Okay. In dieser Stadt war mal ordentlich was los, aber dann flohen die Bewohner nach Sanctuary. Ah, ja, ja. Um links unten sehe ich schon. Okay, was gibt's denn da? Captain es ist Flint's nur Platz für eine tödliche, zweibeinige. Vom Affen abstammende Spezies in Lyersburg. Okay. Aktive Mission. Du kannst jetzt an mehr als einer Mission gleichzeitig arbeiten. Missionen können als aktiv markiert werden. Auf deinem HUD werden Wegpunkte. Mission, bla bla. Drücke Tab, um dein Echo-Gerät aufzurücken. Und dann Enter. Okay. Achso, soll ich machen? Tab. Ah ja. Und jetzt habe ich beste Handlanger aller Zeiten. Was ist das? Gelange zu Claptrap's Boat. Boat. Noch nicht entdeckt. Aha. Was wurde aus? Okay. Erledige die Bullimons in Liars Back. Machen wir doch mal. Ordnen, schließen, ignorieren, Bild auf, Bild ab, scrollen, ordnen. Aha. Achso, und da habe ich jetzt... Okay. Lyersburg getötet hat, sehe ich nicht ein, wieso wilde Bullimons dort herumlungern und das Andenken der früheren Bewohner entehren sollten. Wenn du die Stadt von ihnen säubern könntest, wäre das sehr gentlemanlike. Die Ziele auf deinem Hand gehören zu deiner aktiven Mission. Du kannst deine aktive Mission mit deinem Missionslog auf deinem Echo-Gerät ändern. Okay. Okay. Aber jetzt habe ich doch quasi... Muss ich mal gucken... Habe ich jetzt ein Schild? Ah ja, ich habe jetzt ein Schild. Was ist denn das? Weiß man nicht. Ein Schild und was ist das jetzt? F prüfen. Achso. Screenshot, naja gut. Nee. Was? Ladegeschwindigkeit 10, 11. Hä?
Ja, ich will aber das mit 126. Naja, hab ich. Okay. Gut. Das ist ja alles interessant und spannend und spaßig und überhaupt. Und hier ist ein Briefkasten. Gib mir das. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis demnächst. Dann mit der Quest der Säuberung. Ja, ist wirklich schlimm. Warum ich eine Quest mit Säuberung spiele. Egal. Und ich werde dann mal die Grafik ein bisschen umstellen. Bis demnächst. Tschüss.